So, wir versuchen das Ganze nochmal mit nicht gemutetem Mikro. Herzlich willkommen zum zweiten Testrennen der European Esport Community. Servus Bob. Da lacht er doch schon wieder. So, Controller darf ich erstmal noch nicht so weit weglegen. Also, wie gesagt, zweite Testrennen, 9 Fahrer am Start. Für die Season haben wir aktuell 18 Anmeldungen. Am 30.05. Ist der 30. Nein, was erzähle ich denn da? Ja. 27. glaube ich, ne? Irgend sowas. So, ja, allen Fahrern auf jeden Fall viel Erfolg. Wir testen hier jetzt noch mal ein bisschen, oder ich teste auch noch mal ein bisschen hier die Einstellung etc. Gucken wir mal, ob das hier alles so passt. So, ich hoffe, ihr spielt so. Uni, servus. So, der erste rollt auch schon los. Jetzt da drüben auch sogar richtig geraten. Das ist der MacGamer. MacGamer 2019. Dann der Maximilian ist unterwegs. Der Don ist unterwegs. Der Bob hier im Medical Car. Deiner Insider. Der Avenger Spider Roy. Jetzt Brillant steht noch. Martin ist auch draußen auf der Strecke. Bullet Shot steht noch. Und Chili Gangst hat auch noch keinen Bus. So, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich in dieser Ansicht hier. Ey, Wahnsinn. Oh, ich weiß nicht, ob du mich hörst. Wahrscheinlich nicht, aber ich kann die Kamera wechseln. Krass mit Tastatur. Wahnsinn. Okay. Ey, das geht ja doch. Chillig. Das ist ja chillig. Mit Facecam heute, ja, das war jetzt eigentlich eher versehen, die sollte eigentlich aus sein. Aber ich mach, mal gucken, vielleicht lasse ich es an. Mal schauen, spätestens wenn meine Kinder im Raum wieder sind, ist er wieder aus. Auch wenn der Hintergrund ausgeblendet ist, aber man sieht es doch zwischendurch. Und das muss ja nicht. So, aber F3. Okay, F3 sind die Ansichten. Hier F5 gar nichts, F6 ist innen ein bisschen. Macht das jetzt so lange, bis ich hier rausfliege, wahrscheinlich aus der Lobby. Ah, Toni, wie geht's dir? So, also dann, ist der 1. Eins ist hier auf jeden Fall Cockpit an sich, die 2 ist von draußen. Das ist Pausemodus. Ja, schön. Zurück. Aus, aus. Hey, hallo. Gut zur Garage. Ja, bitte. Alles gut und ja, mir geht's auch gut. Heute ein bisschen sehr Motorsportlastig mein Stream. Heute Vormittag, jetzt nochmal. Morgen Abend dann TEG. Ja und ansonsten geht wieder jetzt nichts. Zu kriegen. So, jetzt kann ich wieder keine Kamera wechseln. Was ist das? Ich glaube, das ist. Ich habe so das Gefühl, dass das eventuell ein bisschen verbuggt ist, alles noch.
Na egal, wir gucken mal. Die Fahrer müssten jetzt eigentlich hier in ihrer Hotlap sein. Ich glaube 30. Also ich bin der Meinung, der Bob hat hier was erzählt, dass sie im Moment 20 Slots haben, könnten aber jederzeit wohl noch erhöhen auf 30. So, Avengers Roy oder Avengers Spider Roy eine 1,59212. Der McGamer 0,8 Sekunden dahinter. So, mal schauen, was der Maximilian hier macht. Bob 1,6 Sekunden hinter dem Führenden derzeit. Ja, nicht schlecht. Kann sich sehen lassen. Aber ist schon cool, dass ich hier die Ideallinie sehe. Und die Bremslinie. So, ja, leicht. Hab ACC 3 Jahre auf PC gezockt. Okay. Ja, auf PC ist es natürlich noch wesentlich oder weiter, ein Stück weiter, ne? Also als jetzt hier. Ja. Komischerweise eben ging alles hier mit der Kamerasteuerung, jetzt geht wieder nichts. So. Ist ja auch eine Hobby, zumindest auf jeden Fall im Moment nicht ganz so stabil bezüglich, dass die Fahrzeuge mal ins in den Untergrund pitchen. So. Wir machen das Beste draus, ne? Wir kennen es ja eigentlich. Kamera wählen 3, Kamera Typ R1. Marco ist ein wildes Pflücker. Mir ist zu anstrengend geworden. Okay, ja gut, klar. Muss natürlich ein bisschen mehr Vorbereitung hier bei dem Spiel haben als, nennen wir es mal, bei GT7. Ne? Natürlich ja viel mit Setups etc. Ja, Markus, ich hoffe, dir geht's auch gut. Der Evil ist auch am Start. Los. So, wie gesagt, in dieser Ansicht, die ist zwar wirklich schön und gut, du hast halt wirklich das gesamte Feld, muss ich sagen, aber du hast halt links die Fahrerliste, die ist halt komplett durcheinander. Du kannst halt ja nicht direkt sagen, ich will jetzt auf Fahrer Nummer 8, sondern er springt halt sonst wohin. Das ist halt ein bisschen schade oder ein bisschen schlecht gemacht. Gegen das Ganze hier wesentlich besser drüber. PS5 Evil. Wie war? Servus. Deckchen auf dich. Lass es dir schmecken, mein Guter. Und nochmal Gratulation zu deinem Stream. Hast du mega gemacht. War wirklich toll. Auch wenn ich nur im Lurk war, aber sah gut aus. So, der Maximilian, dem fehlt hier definitiv noch eine Zeit. 7 Minuten hat er noch die Möglichkeit, hier eine anständige Hotlap abzuliefern. So, genauso wie der Chili Kengst. Auch er ohne Zeit hier unterwegs. Und der Spider Roy. Vielen, vielen lieben Dank für dein Follow und natürlich viel Erfolg im Rennen gleich. Martin setzt sich übrigens hier auf Pole. 1,57,330. Also er hat jetzt mal hier die Hose runtergelassen und hat gezeigt, wie das aussehen kann. Spider Roy damit auf Platz 6. Hey Big Mac, Servus. Jetzt will ich hier ein bisschen Action sehen. Spielst du selbst viel ACC? Hab nur selbst mal kurz in ACC reingeschaut. Tommy, Max, es gibt alles. Servus. Und 20. Oh Gott. Leka01. Vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Nee, tatsächlich spiele ich aktuell noch nicht. Ich wollte, Riva, aber die Zeit. Du brauchst für ACC definitiv mehr Zeit als für GT7.
Und ja, Zeit ist im Moment ein Faktor, der existiert bei mir nicht wirklich. So, dann schauen wir mal. Der Maximilian muss hier noch eine Zeit setzen. Also wie gesagt, das ist hier definitiv irgendwie verbuggt. Normalerweise sollte ich hier was ändern können. Geht aber nicht. Oriva. Nein. Riva, du bist unmöglich. Verrückter Hund, du. So, nicht wunder, dass meine Alertbox leise ist. Für die GTRS ausgeschaltet hat. Oh, einmal. Ganz viel Liebe und vor allem, meine Shoutouts hier funktionieren. Auf! Liebe ist für alle da und hast. Behalt dein Geld für dich. Du meinst auch, ich habe vorhin zwei Kugeln Eis bei dir rausgeschmissen. Jetzt haust du ein bisschen mehr hier raus, oder was? Vielen lieben Dank, lieber. So, Maximilian. Also, vom Boxenstoppen kriegst du hier definitiv auch keine Zeit. Also, sieh zu. So, der Don Siegel hier auf Platz 2. Und auf jeden Fall, Riva, vielen lieben Dank an deine 5 Gifted-Subs an... Ich hier mag den jetzt viel gar nicht. An den Bob, an den Misanthropix, dann an Patrick. Der, was an Ralf ist der Beste? Ralf ist der Beste, habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nicht im Stream gelesen. Aber egal. Und Nauchi, 72. Vielen, vielen Dank. So, dann wollen wir mal. Einmal für den Rivan Shoutout. Oh Gott. Ja, ich hau jetzt einfach. Für Tommy, für Evil, für Toni, für Markus, für den Bob, für den Niklas, für den F. Ach, es hat noch gar nicht aktualisiert. Das ist noch von vorhin die ganze Sache Liste hier drin. Ja, läuft. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal bei den Jungs und Mädels vorbei. Lasst Liebe da. Wie Riva schon sagt, Liebe ist für alle da. So, 2 Minuten 50 Sekunden noch hier im Qualifying. Aktuell MPD17 Martin auf der 1. 1:56.660. So, jetzt sieht der Bob natürlich mit seinen 3,6 Sekunden da schon ein bisschen schlechter aus. Ja, immer wieder gerne. Geht weg, immer wieder gerne. Jetzt ist mein Controller schon wieder. So ist die Innenansicht bei ACC. Wir können auch noch eine Kamera wählen, können den Fahrer so schön auf den Helm gucken. Das ist auch sehr interessant, weil man sieht nach hinten gar nichts mehr oder nach vorne. Also wie gesagt, die Kameraperspektiven wesentlich angenehmer als bei GT7, muss ich tatsächlich sagen. Auch hier diese Draufsicht. Ah, kannst du schon fast sagen, ist diese Hubschrauberperspektive, ne? Ist ja eigentlich, dass die wohl nur auf PC verfügbar wäre. Aber ich finde die eigentlich gar nicht verkehrt hier. Kann man schön einen Zweikampf mit verfolgen. So, hatte denn vorhin eben der Evil. Bist du auf PC unterwegs in ACC oder auf PS5? Ja, die schaut uns alle rausgeschickt und den gestemmt hab. So, Maximilian. Noch 56 Sekunden. Geht jetzt hier auf seine Hotlap. Jetzt muss sie sitzen. 4 Minuten 02 in der Boxenrunde.
Riva, bist du selber mit dir zufrieden mit deinem Stream vorhin? Wisst ihr was? Den setzt ihr das mal abziehen. So, das offizielle Qualifying ist hier zu Ende. Natürlich hat der Maxi noch Zeit, deine Hotlap hier fertig zu fahren. Liegt im Moment 1,2, 1,3 Sekunden. Aber die Zeit findet natürlich dahin oben. Der Hauptzeit, ich weiß es nicht. Inwiefern, Big Mac, erzähl mal. Also ich kann so viel sagen, ich habe zumindest keine ausgelassenen Frames. Meine Verbindung sieht es auch auf grün. Wenn du das meinst, dass eben das Bild hier gewackelt hat, das liegt am Spiel selber. Oh, der Maximilian fährt hier geradeaus. Komm, fahr über die Linie jetzt. Okay, er hat die Runde abgebrochen. Er startet hier ohne Zeit. Tatsächlich hatte ich das letztens bei irgendwem anders im Stream auch. Ich vermute tatsächlich, dass es eventuell sogar an Twitch liegt, aber ich kann es dir nicht sagen. Also bei mir sieht eigentlich alles gut aus. Also Verbindungsrate ist wirklich grün. Auslastung habe ich minimal. Frames habe ich 0,0%. Deswegen, also ich kann es dir nicht sagen. Ich vermute, dass es Twitch ist. Aber kann auch sein, dass es vielleicht, dass mein Internet vielleicht gleich weg ist. Wir hoffen es mal nicht. Ne, wie gesagt, ich hatte das letztens tatsächlich bei jemandem auf dem Stream. Weißt du, bei wem waren das? Ach, ich habe keine Ahnung. Aber ich nutze jetzt tatsächlich Zeit. Ich muss leider auf den Balkon kurz gehen. Ich habe euch im Auge. Hey, Big Mac, alles gut, finde ich gut. Wie gesagt, so Hinweise braucht man, weil zwischendurch achtet man selber ja mal nicht drauf. Hier sieht man auf jeden Fall noch mal die Zeiten. Zeiten, also Martin Sektor 1 und 3 auf Purple gewesen. Der Bullet Shot, ne, gar nicht, der McGamer war Sektor 2 Purple. Also von der Sache her ist das hier wirklich grün gemacht.
So, oh, Start ist ja schon 4 Minuten 50. Mensch, da kann ich ja noch mal. Martin, Servus. Viel Erfolg. So, aber lasst mich lügen, da hier fehlt ein Fahrer. Der Maxi. Der Maximilian ist raus. Auch wenn. Warum ist der Maximilian jetzt hier raus? Geht da schon wieder los. Das Testrennen Nummer 1 war schon in dem Fall Katastrophe. Viele Disconnects gehabt. Hallöchen, Patrick. Servus. So, jetzt geht die Kamera wieder. Also die Kamerasteuerung. Ich werde verrückt. 1, 2, 3. Das passt. F4 geht nichts. 5 geht nichts, F6 geht aber. Egal. Drei Minuten 36, dann kann ich tatsächlich den Ofen nochmal runter. Gut, ja, auf jeden Fall schade. Einen Disconnect haben wir schon mal. Wie gesagt, die EEC steht in den Startlöchern. Aktuell, wie gesagt, 18 Anmeldungen für die Season. Also für die Season Nummer 1. Und Leute, so, 1:38 noch bis der Start erfolgt. So, wo waren wir stehen geblieben? Also, steht in ihren Startlöchern. Ja, das zweite Testrennen jetzt. Ich glaube, übernächsten Samstag geht es dann auch schon los. Noch sind Kapazitäten da. Falls jemand Bock hat, schaut gerne vorbei. Schön hier mit Rückfahrkamera. Brillant sehen wir sie nicht. So passt ja. Toni, fertig mit Rauchen, ja? Bist du wieder da? Sehr schön, sehr schön. So, hier oben links blinkt fahren. Ich weiß nicht, das hat für mich auch nichts zu bedeuten. Das ist einfach nur, dass es dann gleich losgehen wird.
So, gehen wir in die Kameraperspektive. So, also Martin auf der 1, Don auf der 2, Chillig auf der 3, Brillant auf der 4, Bullet Shot auf 5, MacGamer auf 6, Ida Roy auf 7, Bob auf der 8. Wir schauen aus Sicht hier von Chillig Hengst. So, und grün, 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 der Start ist erfolgt. Martin bleibt auf der 1, der Chillig Hengst ist eigentlich vorbei am Don Siegel. Wird aber links in der Liste noch geführt auf 3. Also auch diese Liste scheint nicht ganz so gut zu funktionieren. Komische Sache. Martin auch Platz 1 verloren hier. Ja, jetzt wird es aktualisiert. Anscheinend vom Sektor hier. Also Martin auf der 2, Don auf der 3, Chillig auf der 4. Was das damit zu tun hat. Die ist natürlich hier in dieser Ansicht. So, das, da sehen wir unser Medical Car. Don driftet hier. So, ein paar Mal die Pfeiltasten. Tatsächlich, das hat funktioniert. Wahnsinn! Also, kleine Drinks gibt es hier überall. Welche Kameraperspektive nehmen wir? Sehr schön. Also, der Chillig Hengst auf der 1, Martin Ullmink auf Platz 2. Wir jedes Mal die Fahrer durchschalten und uns passen. Der ins Brillant auf 3, 3,7 Sekunden hier hinter Chillig Hengst. Das kann gar nicht sein. 3,7 Sekunden auf Martin. Würde ich jetzt glatt behaupten, ja. Und 0,6 Sekunden vorm Don Siegel. Also wie gesagt, das mit den Zeiten. Ich vermute, das gehört immer zum Vordermann. Wenn wir das hinkommen, hier haben wir ins Brillant 0,6 Sekunden. Wir sehen auf jeden Fall Martin nicht. Ja, das könnte passen, ne? 0,8 Sekunden hat Martin auf Chillig Hengst. Das passt auch. Gut, also sind das auf jeden Fall immer die Zeiten zum Vordermann. So, was meint ihr denn als Zuschauer? Was oder welche Kameraperspektive ist angenehmer? Ist es hier die? So, da ist auf jeden Fall hier die schöne Vierertruppe. Das ist Brillant, Don Siegel, Mac, Gamer und Bullet Shot. Ich glaube, hier so für Zweikämpfe wird wie hier wirklich optimal sein, weil die doch relativ auf den Fahrern drauf bleibt. So, da hinten kommt das Medical Car, das passt natürlich auf, dass hier, ne, alles bundeslos abläuft. Und da den wollen wir natürlich mal zeigen hier. Martin mit 0,4 Sekunden. Also die Zeit wird auf jeden Fall langsam aktualisiert hier. So viel ist sicher.
0,5. 6, ja. Also gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig, dass ich nicht weiß, wo mein Handy gerade ist. Nur so ein bisschen. Schwarzes Handy auf schwarzem Untergrund. Also so. Dann. So, der Mac Gamer ist auf jeden Fall auf der 4. So, Bullet Shot und Spider Roy auf 6 und 7. Sehr dicht beieinander hier. 0,6 Sekunden zeigt er hier. Weil ich fast sagen würde, die Zeit ist weniger. 0,5. Vor ist hier der Hengst auf Platz 1, folgt von Martin, 1,4 Sekunden Abstand zwischen den beiden. So, und dann haben wir schon eine größere Lücke von 7,3 Sekunden von Platz 3 auf Platz 2. Und gleich ruckelndes Bild hier auf jeden Fall. 4,2 Sekunden McGamer in der Brillant. 0,6 haben wir Don Siegel unter dem McGamer. So, und hier Avenger Spider Roy 0,174 Sekunden. Unten hinter Bullet Shot. Oh, kommt hier zu weit raus. Damit natürlich Bullet Shot jetzt seinen Vorsprung ein bisschen vergrößert. So, und der Bob liegt noch mit 4,9 Sekunden hinter dem Spider Roy. Guni, wie läuft ETS? Eingebaut sein. So.
sichern. Den Bildschirm bei München auf. So, dann nennen wir das Ganze mal Windkalender. So, bisschen groß, wird gleich kleiner, vielleicht. So, einmal ganz kurz. Ich hoffe, man kann es halbwegs entziffern. Also losgehen tut es am 27.05. in Fulda. Und am 2-Wochen-Tag geht es dann auch The Tweet of the America. Ne? Das soll auch erstmal reichen. So, jetzt wieder hier zum Testrennen zurück. Der Martin 0,7 Sekunden hinter Chillig Hengst. Und Siegel 0,073 am McGamer dran. Passt der Ton oder ist es zu laut, zu leise oder erzählt mal. Persönlich würde ich jetzt sagen, es passt alles, aber Toni schreibt auch, passt alles. Sehr gut. Wie gesagt, klar, die Lobby ist halt jetzt nur zur Hälfte, mit 8 Leuten in dem Sinn gefüllt. Ist natürlich noch nicht ganz so viel Spannung. Wir erwarten natürlich zum ersten Rennen wesentlich mehr Action durch Fußball heute etc. Kann natürlich der ein oder andere nicht teilnehmen. Deswegen waren es auch tatsächlich nur 10 Anmeldungen eigentlich fürs Testrennen. Einer hatte jetzt eben den Disconnect und der andere war nicht da. So, für alle Fußballfans, die gerade kein Fußball gucken, ich gucke es auch nicht, aber Dortmund führt schon 4-0. Respekt, Respekt. So, also, Meisterschaftskampf läuft da auch. Sieht mich zwar persönlich auch nicht, aber gut. Goldi, Servus, wäre wirklich gern mitgefahren. Ja, kann ich verstehen. Aber Goldi, warum bist du nicht da? Oder warst du Maximilian? Nee, Soldi hatten wir extra letzte Woche, das letzte Mal. So, der Don kommt zwar immer mal wieder ein Stück an den McGamer ran, aber kommt nicht vorbei. Jetzt ist er hier sehr dicht an ihm dran und zieht jetzt auch vorbei. Wahnsinn, Überholmanöver gesehen. Juhu! Ich war der Kollege, mit der zum Fußball gucken muss. Gut, alles klar. Ja, wie gesagt, ist halt alles kein Stress. Mein Gott, es ist ein Spiel. Ne? So, der Spider-Roy auf der 7. In der Bullet-Shot. So. Ja, gut finde ich natürlich oben auch die Einblendung mit Strecke optimal, Temperatur, Streckentemperatur, Wind wird auch schön angezeigt. Also es ist schon, von der Sache her ist das wirklich schon
aufwendig gemacht für die Zuschauer oder schön gemacht für die Zuschauer. Ah, das mit dem schwarzen Rand, ich weiß es halt nicht, ob man das jetzt so lassen will. Die Serverstatistik, ob ich die ausgeblendet kriege, ich vermute es fast nicht. Ich kann das Bild größer ziehen, aber... wer eine Woche Setup bastelt, will auch mitfahren, wenn es nur ein Spiel ist. Ja, das stimmt, tatsächlich. Ja, wie gesagt, von der Sache her ist natürlich ACC aufwendig. Wenn man dann mal nicht mitfahren kann, ist natürlich dann auch schade, wenn man sich vorbereitet hat. So, aber was genau hast du denn geguckt beim Fußball? War dir das Bayern-Schalke-Spiel wichtig oder das Dortmund-Gladbach, ne? Dortmund-Gladbach. So, Spider hier immer noch. Diese Perspektive, gut, ich bin jetzt auf dem Bock drauf. Aber du siehst hier fast... Oh, der Bullet Shot ist zum Beispiel jetzt, wenn ich das richtig sehe, hinterm Spider Roy, ja, und wird trotzdem noch als oder auf P6 angezeigt. Bis zum nächsten Punkt hier, bis zum nächsten Sektorpunkt. Und dann wird das hier wohl aktualisiert werden. Das müsste jetzt erfolgen, genau. Spider auf der 6, Bullet auf der 7. So, vorne nach wie vor der Hengst auf Platz 1, 0,4 Sekunden dahinter der Martin. Zeiten kann man nicht unbedingt gehen, muss ich sagen. Aber wie ist diese Perspektive? Mal die haben wir. Uns die mal an. Ja, dieses Flackern, was jetzt natürlich auftritt, das wohl dem Server geschuldet. Ist natürlich, ne, die PlayStation Network muss kommunizieren mit einem externen Server. Das ist natürlich nicht alles so einfach, wo wir alle wissen, dass im Moment die PS5-Server ja anscheinend eh nicht so gut laufen. Zumindest verbindungstechnisch. Ganz schön heftig. Oh, der Spider versucht es jetzt. Probiert jetzt hier den McGamer anzugreifen. McGamer setzt sich aber jetzt erstmal durch. Bleibt mit seinem Audi erstmal hier auf P5. Auch vorne unverändert. Wir gehen aber gleich mal nach vorne, weil Replay speichern ist hier schließlich nicht. Streckenaufbau, das erinnert mich stark an PlayStation 4 und Nordschleife. Jetzt hier Platz 1.
Oh ja, auch der Spider-Roy ist mittlerweile am MacGamer jetzt vorbeigegangen. Also ein Überholmanöver haben wir gesehen, eins haben wir verpasst. Bullet Shot 1,4 dahinter. Ja, und der Bob auf der 8 hat im Moment 12,7 Sekunden Rückstand auf den Bullet Shot. So, aber da sehen wir irgendwen gedreht. Bullet Shot. Also Bullet Shot war kurzzeitig neben vor MacGamer. MacGamer wieder zurück auf P6. Das Flackern, das stört mich gerade tatsächlich. Das ist ja bei mir an der Konsole. Und was die Verbindung ist zum G-Portal. So, ja, Don Siegel sitzt auf der rechten Seite, der Bentley ist mein Rechtslenker. Das ist das Thema gewesen zwischen Don Siegel und dem Bob. Der Bob eigentlich wurde auch auf Suche nach einem Fahrzeug, mit dem er zurechtkommt. Da wurde der Bentley in den Raum geschmissen, da hieß es nun, er hat den Rechtslenker nicht mehr. Das ist auf jeden Fall. Verständlich ist schwieriger, die Umsetzung. Ja, auf jeden Fall auch in dieser Perspektive flackert es. Weiß ich natürlich nicht, ob es im Stream auch flackert oder ob es wieder nur mein Monitor ist. So, der It's Brilliant ist sogar schon 18,7 Sekunden hinter dem Chili Hengst und hat 1,7 Sekunden vor Don Siegel. So, und Bob hat leider 11,5 Sekunden hinter Bullet Shot. So, ansonsten auf jeden Fall Martin und der Hengst hier mit 0,2 Sekunden. Doch. So, wir können ja mal kurz einen Blick auf den Zeitplan werfen. Sehen wir nicht viel. Runden 12, Abstand. Okay. Gut, also nicht ganz so viel zu sehen. Also keine Sektorenzeiten oder sonstiges. So, was macht denn unser Medical Car hier auf der 8? Schau mal, wir fahren mal ein Stück mit ihm mit.
So, 34 Minuten 40, also wird nicht mehr ganz so lange dauern, dann gehen die Fahrer hier auch schon in ihren ersten Boxenstopp. Also es gibt auf jeden Fall einen Pflichtstopp. Brillant. Oh Mann, ich bin mit dem Porsche mit. Mit der Nummer 312. Auf die andere Perspektive. Ich habe eine Kameraperspektive nicht mehr drauf. Doch, jetzt hier. Hier ist er doch wieder. Außentemperatur von 28 Grad. Oh, das wäre so nice jetzt hier. Nicht früh. Nicht tief. Ah, okay. Also je nachdem, wen ich ausgewählt habe, wird es mir in Rot unten angezeigt mit einem Dreieck. Auch nicht ein Dreieck. Weiß. So, der Inspiriant ist auf jeden Fall ein Stück weit raus oder ein Stück weiter rausgekommen jetzt. Aber wie hat man so schön gesagt, das sieht hier einfach eigentlich aus wie eine große Parkfläche, diese Rennstrecke. Mit diesen ganzen blauen Streifen. Ist natürlich verlockend, ne? Blau-rote Streifen überall. So, auf jeden Fall ist der Don dran, 0,4 Sekunden. So, der Don greift an, ist im Windschatten drin, geht jetzt nach links außen. Nächste ist eine Rechtskurve. Das ist jetzt von außen nach innen, aber klappt erstmal nicht. Don bleibt erstmal auf der 4. Der nächste Rechtskurve. Don innen, brillant außen. Und die nächste rechts. Und Don geht auf Platz 3. Aber brillant könnte nochmal kontern. Bleibt natürlich dran, hat natürlich den Windschatten, nutzt ihn auch, versucht es zumindest hier ihn zu nutzen. So, ja, und der Don biegt hier schon ab in die Box, macht hier seinen ersten Pflichtboxenstopp, wahrscheinlich auch der einzige Boxenstopp, also 30 Minuten gefahren, etwa der Hälfte des Rennens. So, das war die Einblendung, das war ungefähr bei der Hälfte. Okay. So. Ich würde sagen, Don fährt schon wieder raus. Nein, Don fährt natürlich nicht raus. Don bleibt jetzt erst stehen.
Ja, Animationen wie Boxencrew etc. gibt es hier ja nicht. So, viel in der Box. Martin nach wie vor noch unterwegs. Chili Kengst hat hier 2,5 Sekunden Rückstand. So, jetzt Brillant hat natürlich jetzt wieder ein bisschen Vorsprung. So, dann die steht nach wie vor. So, der hat jetzt los, der Bob auf der 4. Mensch, Bob, Glückwunsch. So, die 13, 30 Sekunden Stop-and-Go-Strafe. Der Donk, warum? Das wäre natürlich cool, wenn man jetzt hier die Stop and Go Bullet Shot auch durch Rennleitung. Okay. Stop and Go, 30 Sekunden. Also Boxenlimiter, habe ich gehört, ist automatisch eingestellt. Sollte dementsprechend auch deswegen keine Stop and Go gegeben haben. Wieso könnte es eine Stop and Go gegeben haben? Werde ich vielleicht im Nachhinein beim Gespräch dann noch rauskriegen. So, 16 Runden sind hier gefahren. 27 Minuten, 47 Sekunden sind es noch. Bei einer Rundenzeit von knapp 1,53, 1,55, 1,56. Die 67. Achso, noch zwei Rennrunden. Ich werde jetzt angezeigt, dass er noch zwei Runden Zeit hat, um reinzufahren. Okay. So, Martin und der Hengst in der Box. Leider Roy jetzt auf 3. So, Don ist auf jeden Fall in der Box zum Stop and Go. Die 13 Stop and Go aufgehoben. Ja, mal gucken. Ist auf jeden Fall interessant zu erfahren, warum, wieso, weshalb. So, der Chillig kommt hier vor Martin aus der Box. So, hier kommt keine Meldung bezüglich Stop and Go.
So, 0,5 Sekunden, 0,587 Sekunden, um genau zu sein. Martin Winter, dem Hengst. Rider Roy auf der 3, Bullet Shot. Die steht jetzt auch in der Box. Wir beobachten Bullet Shot jetzt nochmal. Und vielleicht, wir hoffen natürlich nicht, dass er nochmal eine Stop and Go kriegt, aber vielleicht sehen wir ja dann, wieso, weshalb, warum. Halt jetzt nur vage Vermutung, dass es vielleicht beim Rausfahren da zu schnell wieder rausfahren kann, weil der Boxenlimiter aus ist. So, Stop and Go auf jeden Fall auch aufgehoben hier für die 67 für Bullet Shot. So, Don Siegel auf jeden Fall wieder vorbei. Der Bob im Moment auf der 6. Oh, da ist einer neben der Strecke. Da. Ach, war Bullet Shot, genau. Also Bullet Shot hier auch jetzt überrundet worden. So, jetzt sehen wir hier vorsichtshalber gar keine Zeiten. Gamer 2,9 Sekunden hinter ist brillant. So, der Bob 27,4 Sekunden hinter McGamer. So, wie sieht es denn beim Don Siegel aus? Wie weit ist er hier hinter dem Bob? So, 30 Sekunden hat der Don Abstand von Bob. Und Bob war, glaube ich, noch nicht in der Box. Schade, das sieht man zum Beispiel jetzt nicht. So, wann wird der Bob in die Box fahren?
So, Streckenbegrenzung. Die 312 gibt eine Durchfahrtsstrafe. So, mit dieser Durchfahrtsstrafe geht natürlich McGamer dann auf jeden Fall vorbei. Und Bob wird es wohl nicht reichen. So, und der Julian tritt jetzt hier seine Durchfahrstrafe an. Der Gamer geht vorbei. Der Gamer dann jetzt auf der 4. Julian muss einmal hier durchfahren durch die Box. So, ansonsten vorne noch nach wie vor der Hengst vor Martin. 0,8 Sekunden. Bob hat 20 Sekunden vom Don zum Bob. So, Drive-Thru cleared. Also, ich war Strafe erledigt. So, kleiner Fahrfehler vom Hengst. Könnte natürlich jetzt hier die Chance für Martin sein. 15,5 Minuten sind hier noch zu fahren. Martin ist im Windschatten drin. Zeigt sich auf jeden Fall mal kurz im Außenspiegel. Aber der Porsche geht hier ganz gut. Kann sich auf jeden Fall ein kleines bisschen wieder absetzen. So, Bob nur noch 2,7 Sekunden hinter ins Brillant. Und der Spider Roy. Wie weit ist er hier entfernt von Martin? Hier keine gerade.
40 Sekunden Rückstand auf Platz 2. Wahnsinn. 6,8 Sekunden hat McGamer auf Platz 3. So, Bob jetzt mittlerweile schon wieder 4 Sekunden auf uns brillant. Nach unverändert hier 0,2 Sekunden, 0,3 Sekunden. Also ich glaube, wir haben den Boxenstopp von Bob einfach nur verpasst. Ich glaube, das stand vorhin sogar wirklich. Jetzt nicht sicher. So. Ich weiß es tatsächlich nicht. So, Martin lässt sich auf jeden Fall hier, was heißt Zeit nicht, aber er kommt hier, war immer wieder ein Stück an Hengst dran. Aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht, um hier noch anzugreifen, um vorbeizugehen. Oder um einfach um Platz 1 hier zu fighten. Minuten 40 Sekunden sind hier noch oder hat er noch Zeit? Hier nach wie vor schön hinten dran, also er ist in greifbarer Nähe. Das läuft.
Na toll. Der Martin ist vorbei am Hengst. Oh nein, nein, nein. Oh, Hengst kommt hier weit raus. Schade. Schade. Schade für Martin, schade für uns. Wir haben es nicht. Ist wie bei GT7, man kann jeden Fahrer, jedes Überholmanöver sehen. Bei GT7 haben wir die Möglichkeit der Replay-Funktion. Und zwar hier auch eine Wiederholung, aber die Zeit spielt mir das ganze Rennen ab. Das ist ausgerechnet und den Augen. Davor muss Gold haben, muss vorbei. Minuten noch, so langsam nähern wir uns hier der Zielgeraden. Aktuelle Aufstelle, aktuelles Ergebnis derzeit Martin Hengst, Alter Roy, der McGamer, der Pitzbrillant, dann der Bob auf der 6, der Don Siegel auf 7 und Bulletshot auf der 8. Also der Bob hätte, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass er so weit vorne ins Ziel kommt. Die 18 sind noch entfernt vom Bob. Vorne hat 2 Sekunden. Also hier ist natürlich auch noch nichts gegessen. Ne? Also es kann alles noch passieren. So, 1,7 Sekunden vorne, hinten aus Bullet Shot. Gehen wir hier den ungefähren Abstand gerade, 16 Sekunden, ne, das passt nicht, das ist 16 Sekunden, dann auf den Bob. Voilà, jetzt hat er noch Schluck auf. Hier so gegen Ende die letzten 2 Minuten. Die Lobby ein bisschen extremer. Das ist halt nur tatsächlich immer noch nicht. Liegt es bei mir am Monitor oder liegt es am Stream? Am Server. Die selber wirklich lecken tut. Thank you.
eher zu sagen auf jeden Fall. So, die letzte Minute läuft jetzt hier. 56 Sekunden noch. Das ist rein theoretisch, müsste noch eine Runde gefahren werden von Martin. Das jetzt richtig interpretiere. Obwohl, könnte eng werden. Könnte vielleicht auch schon die letzte Runde sein für Martin. Bin gespannt. So, 25 Sekunden noch. Martin ist noch ein Stück entfernt von der Startziel. Das sollte reichen. Also, es müsste wohl Ende sein jetzt hier. Runde 29. Oder es wird ganz knapp. Bin gespannt. Wir sind gespannt. 3, 2 und Rennende. Der Führende hat das Rennen beendet. Martin, Glückwunsch zu Platz Nummer 1. Der Chili kommt auf 2 ins Ziel. Der Spider kommt dann auf E3 ins Ziel. Riva, weißt du gerade zufällig, wer den nächsten Stint bei der GTRS streamt? Wir nachgucken. Ich öffne gleich mein Discord. Ich nehme mich tatsächlich dann zum GTRS Event weiter. So, dann ist Spider auch Glückwunsch für dich zu Platz Nummer 3. Der MacGamer kommt auf der 4 ins Ziel. Glückwunsch. Dann ins Brillant. Wird auf 5. Der Rexenix, wenn ich richtig bin. Oh, sehr schön. So, jetzt Brian, Glückwunsch zu Platz Nummer 5. So, und der Bob hier. Der Bob kommt auf P6 ins Ziel. Glückwunsch an den Bob. Platz Nummer 6, Don Siegel mit 4,5 Sekunden dahinter. Bullet Shot auf der 8. Ja, und Max, der Maximilian mit DNF auf der 9. Normalerweise schicke ich ja schon gerne zu Leuten, die auch in diesem Spiel unterwegs sind. Aber in dem Fall habe ich da nicht ganz so viele. Deswegen werde ich euch rüber raiden zum Rexenex. So, ja, meine Lieben, damit ist das zweite Testrennen hier schon vorbei. Eine Stunde Rennen, 15 Minuten Qualifying. Ja, es ruckelt auf jeden Fall ein wenig. Kann man jetzt interpretieren, wo dran es liegt. Liegt es an dem Server von G-Portal? Liegt es an der Verbindung PlayStation zu G-Portal? Ja, man kann nur munkeln. Wir hoffen einfach mal, dass es erhalten wird, wenn die Fahrlobby mit aktuell 18 Fahrern dann gefüllt wird. Mir dann später auf jeden Fall meinen Stream noch mal anschauen, um zu gucken, ob diese leichten Ruckler, die ich hier habe, jetzt nur auf meinem Hauptmonitor sind oder
das tatsächlich. Ne, wird auch übertragen im Stream, ne? Gut, mein Lieben. Ich bereite den Raid vor. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr da wart. Oh, ja. Ich gehe rüber zur GT7. Ja, nein, jetzt. Ohne Untertitel. Oh. No, also der Rexinex übrigens fährt dann auch mit in der Season. An heute, konnte heute nicht teilnehmen wegen dem Stream, den er hat. Deswegen, mein Lieben. Wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Nur für Follower oder Abonnenten. Na gut, dann ist es doch. So. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Und morgen Abend bin ich mit der TEG wieder am Start. Vielleicht habt ihr Bock. Schaltet ein. 3 Stunden. Spar. Ja, ich freue mich. Und wünsche euch was. Ciao, ciao. Abend. Walter ist weg. Genau, Walter Stop and Go, genau. Ja. Okay. Ja.
Ja, auch dafür hat er seine Durchfahrstrafe kassiert, ne? Ja, also ich will auch gar nicht lange mich aufhalten. Was heißt denn lange aufhalten? Ich muss dann noch Kleinigkeit essen und dann 2 Stunden geht's schon wieder ins Bett. Also von meiner Seite her, ich weiß nicht, was heute los war, aber es hat, der Server hat extrem geleckt. Zumindest die Strecke. Ich weiß nicht, wenn man sich das im Stream nochmal anschauen will, den soll ich auch.